Ja, Micha, endlich mal zusammen, statt immer getrennt. Wir gründen, darum habe ich hier auch einen Weizen stehen, wir gründen einfach mal den Elbkick TV Doppelpass. Okay. Oder besser gesagt den Städtekampf Hamburg-Berlin oder Berlin-Hamburg. Wie siehst du eigentlich die Entwicklung bei euch in Berlin, was den Amateurbereich anbelangt? Ja, der Berliner Amateurfußball steckt schon ein Stück weit in der Krise, muss man schon sagen. Das ist das Problem, dass bei uns ligentechnisch noch etwas anders der Fußball strukturiert ist im Amateurbereich als hier bei euch in Hamburg. Wir haben auch bedeutend weniger Zuschauer im Berlin-Liga-Bereich. Es gibt zwei, drei Ausnahmen. Tennis Borussia in Berlin ist natürlich immer ein Highlight, aber überhaupt nicht vergleichbar. Zum Beispiel jetzt auch mal in der Oberliga Hamburg, wenn ich gehört habe, dass unser heutiger Gegner hier BU 400 Zuschauer im Schnitt hat, dann ist das Weltklasse und würde sich natürlich jeder wünschen. In Berlin eigentlich fast unmöglich. Das ist sehr schade und drückt aber auch so ein bisschen aus, dass sich für den Fußball in Berlin dann in den Amateurklassen nicht mehr so viele Leute interessieren. Liegt auch daran, dass wir die Stadt sind mit den meisten Bundesliga-Vereinen im Sport allgemein. Handball, Eishockey und so weiter und so fort. Wir haben also eine extrem hohe Breite an Bundesligisten in vielen Sportarten. Ja, also bei uns in Hamburg ist im Amateurbereich geht das eigentlich aufwärts. Und in der Oberliga in Hamburg ist der Vorteil, dass da immer andere Mannschaften oben stehen. Früher war es immer Selbstgänger von einigen Vereinen wie Altona oder so. Mhm. Jetzt ist HR oben, verfolgt vom VfL Pinneberg. Mhm. Zuschauerzahlen sind gestiegen. Von daher können wir in Hamburg mit der ganzen Entwicklung nicht auf die Oberliga bezogen, die ich eben angesprochen habe, sondern auch auf die Klassen darunter uns sehr glücklich schätzen und das positiv sehen. Was sagst du eigentlich zur weißen Karte, die jetzt eingeführt werden soll? Ich meine, schneller als wir alle denken. Schneller als wir alle ja, denken? Kommt die. Warum? Ja, ich glaube, dass das von der FIFA und vom DFB übernommen, UEFA sowieso, dass es alles Befürworter sind, zu viele, die das wollen, und dass das vielleicht schon meine Meinung zur neuen Serie eingeführt werden kann. Möglich ist es durchaus. Ich bin immer ja, vielleicht traditionell angehaucht und würde mir wünschen, wenn man nicht so viele Veränderungen am Spiel vornehmen würde. Es wird zu wenig darauf geachtet, dass man das Spiel erstmal erhält in den Formen, wie es gut ist und wie es wirklich attraktiv ist für alle und so einfach wie möglich im Grunde zu belassen, ja, und das nicht so kompliziert machen. Mit jeder neuen Änderung wird man immer wieder auch einen Teil der Zuschauer verlieren, die sich wirklich an dem Sport bisher erfreut haben. Wo hast du trainiert und wie viele Meisterschaften hast du denn schon errungen oder gehabt? Also erstmal ein Riesenkompliment und du hast meinen höchsten Respekt, dass du im Grunde auch, sag ich mal, in den Jahren, in denen du jetzt, sag ich mal, auch noch vor der Kamera treten kannst, einfach so viel vorzuweisen hast und hat das jung gehalten, ja, muss man sagen. Das wünsche ich mir für mich auch, ja, ich habe ja noch hoffentlich ein paar Jahre vor mir. Mein Weg war so, dass ich mit 16 Jugendtrainer wurde in meinem Heimatverein und dann sehr schnell merkte, dass ich nicht mehr so viel als Sozialarbeiter tätig werden möchte, sondern eher leistungsorientiert trainieren wollte. Kam dann zu Hertha BSC, die damals Probleme hatten. Wir haben dann in meinem zweiten Jahr im Grunde die deutsche Meisterschaft erringen konnten. Bin dann beim HSV gelandet, ja, in der A-Jugend. Genau, war auch eine super Zeit. Also ich denke immer sehr gerne, Hamburg ist für mich nach Berlin meine Lieblingsstadt bis heute geblieben und das hat nicht nur mit der Tätigkeit damals zu tun. Wir hatten eine sehr gute Zeit in der A-Jugend, wo ich die Mannschaft von Carsten Behron damals übernehmen durfte, der nicht ganz so erfolgreich war. Nach 16 Spielen mit 13 Punkten haben wir dann von 10 verbleibenden Spielen noch 9 gewinnen können, haben sicher die Klasse gehalten, haben tolle Spieler gehabt wie Wolfgang Hesel, Ruven Hennings, der in meinem ersten Spiel gegen St. Pauli das Tor gemacht hat, und anderen Spielern, die jetzt im Hamburger Fußball teilweise noch aktiv sind, wie Martin Sobczyk zum Beispiel, mit dem ich ab und an noch lose verbunden bin, den ich auch sehr mag und damals mein Innenverteidiger dann war. Also war eine tolle Zeit. Aber ich glaube, du hast mir einige Titel mehr Ich habe 10 Meisterschaften und weil ich auch älter bin, dreimal Pokalsieger und dann bin ich auch noch mehrfach als Tabellenzweiter aufgestiegen, über Aufstiegsrunden, dreimal auch ein paar Mal Vizemeister geworden, glaube 6 Mal insgesamt. Ja. Also da kommt so eine ganze Menge zusammen. Und wenn man dann überlegt, dass man beim Hummelsbüttel SV sogar an der Bundesliga-Aufstiegsrunde stand und hätte aufsteigen können, wenn der Sponsor damals hätte noch mitmachen können. Mhm. Aber das sind so Erlebnisse, die wird man dann so schnell nicht vergessen. Klar. Wie sieht deine Zukunft aus? Wo der Weg hinführt, ich weiß es nicht. Es gibt immer mal wieder lose Anfragen. Wenn Hamburg irgendwann mal einen Job frei wird, freue ich mich drüber. Habe ich dir auch versprochen. Dass es keinen falschen Eindruck gibt, dass es ein alkoholfreies Weizen. Das gehört ja zum Doppelpass, wenn ich den schon gegründet habe. Elbkick TV Doppelpass. Also alkoholfrei, selter. Ja. Wenn das nicht was anderes ist. Aber es hat gut geschmeckt. Du willst jetzt zu deiner Mannschaft. Du hast vorhin erzählt, dass ihr gespielt habt gegen BU. Und wenn deine Mannschaft und auch du in Hamburg mal, wenn ihr mal in Hamburg seid, dann wollt ihr sicherlich auch ein bisschen Hamburg sehen, um nicht zu sagen den Kiez.
Und irgendwann. Ich gehe nur zum Hafen. Gut. Dann trefft ihr euch ja noch und trinkt noch einen Absager, ein Bierchen. Ja. Und dann geht es wahrscheinlich für die Truppe wieder, oder für dich zumindest, gern Heimat. Truppe bleibt da, wie ich das so von Fußballern kenne, noch in Hamburg über Nacht. Und dann wünsche ich euch alles Gute, gute Heimfahrt und wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Und das wiederholen wir nochmal. Das auf jeden Fall. Und dann, wie es sich gehört, natürlich dann in Berlin. Ja, so ein Doppelpass muss ja dann auch in Berlin stattfinden. So will ich das sehen. Genau, richtig. Gut, Micha.